So, das ist die letzte Runde vom Downhill Weltcup von dem Jahr. Also spannend ist schon lange nicht mehr gewesen. Der Fahrer zum Beispiel kann immer noch den gesamten Weltcup gewinnen, ohne dass er das Rennen gewonnen hat. Er ebenfalls mit guten Aussichten, der Greg Minnaar. Und die besten Aussichten, die hat der Aaron Gwin. Er muss nur punkten und dann hat er den Sieg eigentlich auf sich. Sein Teamkamerad, der Troy Brosman, fährt auf den dritten Platz. Er hat die Bestzeit im oberen Teil gehabt. Wir sehen es, wie er hier fährt. Unglaubliche Linie. Er hat die Bestzeit im Mittelteil gehabt. Und dann im unteren Teil, man hat es leider in der Kamera nicht gesehen, muss man einen kleinen Fehler unterlaufen sehen. Man hat es gesehen, wenn er ins Ziel kam. Das eine Knie ist ein bisschen dreckig. Im unteren Teil hat er nur noch die viertbeste Zeit gehabt. Und das hat er mit einem Rückstand von 1,8 Sekunden leider nur für den dritten Platz gelangt. Troy Brosman war der Führende nach der Qualifikation. Stüttenfall gestartet als Vierter aus der Qualifikation ist der Greg Minnaar vom Santa Cruz Syndicate Team. Er hätte ja noch den gesamten Weltcup gewinnen können. Hat dann ebenfalls einen Sturz gehabt, etwas, was man beim Greg Minnaar so gut wie nie sieht. Und hat extrem viel Zeit verloren. Es hat ihm den Lenker verbogen. Und er ist dann eigentlich nur noch runtergecruised. Darum hat es ihm in der Gesamtwertung eigentlich nicht mehr gross zu reisen gegeben. Es war eigentlich klar, schon bevor der Aaron Gwin oben runterfährt, dass er die Gesamtwertung gewonnen hat. Auf den zweiten Platz. Wieder einmal ein zweiter Platz für Loic Bruni. Wie lange geht es noch, bis er sein erstes Weltcup-Rennen gewinnt? Wir haben dieses Jahr noch ein Rennen. Und das sind die Weltmeisterschaften Anfang September in Andorra. Und dort darf man ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen. Auch da wieder hat man gemeint, es ist nicht möglich, zum schneller fahren als der Loic Bruni. Fantastische Linie, da ist er außerhalb der Bremslöcher rumgegangen, ein bisschen weiteren Weg, trotzdem mit extrem viel Speed. Und als er dort ins Ziel kam, hat er einen riesen Vorsprung von allen. Im unteren Teil extrem stark gefahren, im unteren Teil ist nur einmal schneller als der Loic Bruni. Da hat man gedacht, er hat es geschafft. Und der Mann, der war schneller im unteren Teil. Obendran nur die sechs beste Zeit, relativ langsam gestartet. Aber was er nachher unten dran gezeigt hat, der Aaron Gwin, das war einfach wieder unglaublich. Er hat in Situationen wie jetzt bei dieser hier total andere Linie gewählt als alle anderen. Ist über die Sprünge übergescrubbt, hat die Sprünge also gedrückt. Also, dass er überall da sieht, was jetzt geht. Andere springen da bis über die Wurzeln, aber der Aaron Gwin drückt und kann so extrem viel Speed mitnehmen. Und das hat er im mittleren Teil, ist er dann bereits auf dem zweiten Platz gewesen, unten dran. Ja, dort hat er es dann offen lassen. Bestzeit im unteren Teil für den Aaron Gwin. Dreimal hat er gewonnen das Jahr. Und der Lauf, den er hier bringt, obwohl es könnte locken nee, im Hinblick auf den gesamten Weltcup, der hat er runtergebracht als Toplauf. Vorsprung wieder von 1,5 Sekunden für den Aaron Gwin. Unglaubliche Leistung vom Amerikaner wieder. Die letzten zwei Rennen, dort hat er wirklich den Tarif durchgegeben und auch der Aaron Gwin natürlich. Ein riesengroßer Favorit für die Weltmeisterschaften. Ein bisschen Zeit haben sie jetzt noch. Für die Schweizer sieht es so aus, dass dann nächste Woche die Schweizer Meisterschaften sind. Every weekend just feels like a battle, you know. It's, and we only have so many races, and but man, I couldn't ask for more. The season was amazing. Greg was amazing. He always just an incredible competitor, and man, I don't know. I'm just so pumped. Der Nick Bär als bester Schweizer auf dem 34. Platz, und für die anderen Schweizer hat es leider nicht so gut gelangt. Sturz im oberen Teil vom Lutz Weber. So, Aaron Gwin gewinnt 1,5 Sekunden vom Loic Bruni und Troy Brosman. Vierter Platz. Lange Zeit war da vorne. Ein Comeback vom Brooke McDonald. Das ist das Podium im Gesamtweltcup, wo wir gesehen haben. Aaron Gwin vom Loic Bruni und Troy Brosman auf den vierten Platz zurückgeht. Der Greg Minnaar, trotzdem war er glücklich. Und auf dem fünften Platz der Josh Brislett. Das ist Rachel Everton. Die letzten Rennen hat sie alle souverän gewonnen. Und auch in Val d'Isole soll es nicht anders aussehen. Im oberen Teil ist sie ganz, ganz langsam gestartet.
bisschen verhalten. Im unteren Teil, ja, dort hat sie nachher aufgedreht und hat die Bestzeit runtergefahren. Sie ist schon vor dem Rennen als Gesamtsiegerin vom Weltcup festgestanden. Und es gibt eigentlich nur eine grosse Favoritin für die Weltmeisterschaften. Zwei Wochen. Und die ist Rachel Atherton. 13. geworden in diesem Rennen Carina Capellari. Und Emily Siegenthal wieder mal mit einem Top 10-Ergebnis. 6. Platz für Emily Siegenthaler. Formkurve zeigt aufwärts. Das ist gut im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Also, Rachel Atherton gewinnt auch das Rennen in Val di Sole. Sie gewinnt den Gesamtweltcup. Kann sich gleich noch darüber freuen. Und bei den Frauen sieht es aus, als hätte sie momentan keine Konkurrenten. Man vergleicht da dann immer wieder ihre Zeit mit dem Männerfeld. I knew it's going to be a bit of a struggle because obviously Manon and Pompon like these long tracks. So I was like, oh, you know, I've got the overall, but I don't want it to affect my motivation, and kind of did, but it's, yeah, it's a. It's a really hard track. Ja, es ist ein harter Track, es ist ganz ein rauher Track. 2. Platz für Michael Nicole und 3. Platz für die Weltmeisterin. Wo vielleicht das Trikot das letzte Mal getragen hat? Manon Carpenter. Der Abstand nicht mehr ganz so gross, nur 2,2 Sekunden für Michael Nicole und dann gleich schon über 6 Sekunden für Manon Carpenter. Wir sehen den 6. Platz mit 16 Sekunden Rückstand. Emily Siegenthal. Weltcup-Winner ist sie auch, Rachel Atherton. Das war sie von diesem Jahr mit dem UCI Mountainbike Weltcup mit den Downhiller. Morgen geht es dann weiter mit den Cross-Country-Fahrern. Da sehen wir noch die Rangliste im Gesamtweltcup. Spätestens in 2 Wochen gibt es noch ein Downhill-Rennen, nämlich das von der Weltmeisterschaften.